meine Frau ist schwanger. Und ich so, also ich weiß ja nicht, ob euch das klar ist, aber so ein Kind, das ist ein Mensch, der ist in einem anderen Menschen drin. Und das nur, weil zwei andere Menschen mehrfach gegeneinander gestoßen sind. Das ist doch vollkommen irre. Ich meine, wenn ich jetzt schlecht einparke, kommt ja auch niemand nach einem Jahr auf mich zu und sagt, hör mal, da ist mir ein Smart aus dem Kofferraum gepurzelt. Da musst du ab jetzt die Hälfte der Kfz-Steuer zahlen, darfst ihn dafür aber auch jedes zweite Wochenende fahren. Überhaupt die Hybris des Menschen. Welcher Mensch guckt denn tatsächlich morgens in den Spiegel und denkt sich, oh ja, dat in klein, das braucht die Welt. Ich meine, es kann nie genug sarkastische Typen mit Babyface, Haarausfall und Kurzsichtigkeit geben, die den ersten Herzinfarkt vor 60 kriegen. Jo, meine Gene müssen einfach weiter verteilt werden. Und dieser ganze Schwachsinn von wegen den Familiennamen weiterführen ist bei uns auch nicht anwendbar. Als wären wir die Letzten der großartigen Familie von Höckenschnieder zu Wichselbach. Ich heiße Jansen. Es ist billiger, Leute meines Namens fertig ausgewachsen im Dutzend aus Schweden zu importieren, statt die hier in Handarbeit herzustellen. Und meine Frau heißt Schmidt. Das ist so deutsch und originell wie eine Steuererklärung. Aber dein Kind könnte die Welt retten und Krebs heilen, sagen die Leute dann. Nee, wenn dieses Kind auch nur ein Gen von mir hat, würde es das ganz bestimmt nicht tun. Da würde es nämlich viel zu faul für sein. Wenn ein Asteroid von der Größe Russlands auf die Erde zugeflogen käme und der Knopf, um ihn zu zerstören, läge direkt neben mir, würde ich mir denken, der will die Erde auch noch in einer Stunde vernichten und erstmal eine Runde zocken. Und warum denken ihr mal, dass jedes neue Kind die Welt retten kann? Vielleicht werde ich ja der Vater des neuen Hitlers. Ich meine, meine Frau hat österreichische Wurzeln und in meiner Familie tragen selbst die Frauen Schnurrbart. Da ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass der mit dem rechten Arm voraus aus der Gebärmutter kommt. Und dann ist er nur am Schlafen, Quengeln und alles, was er von sich gibt, ist braune Kacke am Anfang. Da kann er fast bei der AfD im Bundestag anfangen. Aber überhaupt, so ein Kind, das muss man sich mal vorstellen. Ich meine, so ein Kind, das ist jetzt auch nicht wie Amazon, so in der Mitte der Nacht besoffen rumgespielt, zwei Tage später ein Paket vor der Tür und dann hat man monatelanges Rückgaberecht. Nee, Freunde, die Lieferzeit, die ist da echt unglaublich lang. Rückgabe gibt es nur ausnahmsweise, bevor man es überhaupt bekommen hat. Und wenn es da ist, ist der Zug abgefahren. Da kommt Vater Staat auf einen zu und sagt, hier, du hast ab jetzt die Verantwortung für ein komplettes menschliches Leben. Du musst dafür sorgen, dass dieses Wesen zu einem perfekten und glücklichen Mitglied der Gesellschaft wird. Und wenn du einen Fehler machst, werden dich alle verachten. Und man sagt, hui, wie mache ich das denn? Und Vater Stark sagt, nee, tschüss. Ja, geil, aber gut, ist immer noch besser, als wäre es wie damals an der Uni mit so einem Kind, wenn man dann kommt und sagt, und, was macht das Kind? Und der andere sagt, also, das erste Mal haben wir es vollkommen verkackt. Das war wirklich voll für die Tonne, aber das war auch nur so zur Probe. Bin morgens aufgewacht und hab's einfach mal probiert. Beim zweiten Mal haben uns nur ein paar Punkte gefehlt, da haben wir auch ein bisschen was für gelernt. Und jetzt für den Drittversuch haben wir echt Hoffnung, dass das ausreichend sein könnte. Und wenn wir uns vorher doch schlecht fühlen, gehen wir zum Arzt und versuchen es nächstes Semester nochmal. Aber gut, wenn das Kind dann kommt, ich meine, wenn das Kind dann kommt, dann hören ja die Probleme auch nicht auf, ne? Ich meine, stellt euch mal vor, ihr müsst so einem Kind einen Namen geben. Wie viele Leute man eigentlich nicht mag, merkt man erst, wenn man versucht, seinem Kind einen Namen zu geben. Aber hey, wenn das Kind dann, ich habe keine Zeit für sowas. Aber hey, ich meine, wenn das Kind dann mal wirklich da ist und dann zu Hause, dann wird das voll easy. Also wenn man dann die ersten Monate hinter sich gebracht hat und mehr als 2 Stunden Schlaf in der Nacht hatte, und es ist ja auch so süß, dieses Kind, wenn es schläft, was es gefühlte 3 Stunden am Tag macht, aber dann wird es ja einfacher, wenn es anfängt zu laufen und in die Trotzphase kommt. Ich meine, aber darum gut, daran bin ich ja noch gewohnt von früher. Mein Mitbewohner, der lag auch öfter mal vollgekotzt und heulend auf dem Küchenboden, damit komme ich klar, da muss man nur durch, denn wenn es dann anfängt zu reden, dann wird es easy. Dann, wenn es dann die ganze Zeit fragt, warum, und man selber beugt sich zu ihm runter und sagt, keine verdammte Ahnung, weil ich halt wirklich keine Ahnung von irgendwas habe. Ich habe ja immer noch nicht alles aus dem Schulunterricht verstanden, geschweige denn mein Studium oder meinen Job oder wie man Steuern berechnet. Dinge passieren halt einfach, aber nein, das ist ja dann nicht mehr gut genug für so ein Kind, weil immer weiter warum gefragt wird und ich sehe mich jetzt schon nächtelang die komplette Wikipedia durchstreifen auf der Suche nach der Antwort zur Frage, Papa, warum sind Vögel? Ja. Und dann die ganze Erziehung, oh mein Gott, die Erziehung, wie macht man Erziehung? Ich meine, wenn ich sage, räum dein Zimmer auf und mein Kind zeigt wortlos auf meinen Schreibtisch, der aussieht wie ein Kunstwerk mit dem Titel Dresden 45 und geht, was macht man dann? Das Kind hat ja recht. Gott, ich habe ja noch nicht mal genügend Autorität, um mir selber was zu befehlen. Jeden Nachmittag denke ich mir, heute Abend geht es aber früher ins Bett und keine Snacks mehr nach dem Abendessen. Und dann sitze ich um 2 Uhr nachts vorm Rechner mit der Chipstüte in der Hand und denke mir, pa, ich habe mir mal gar nichts zu sagen.
Jetzt will ich mir aber mal zeigen, wer von mir der Boss ist. Dieser elterliche Blick, der ihm das Blut in den Adern gefrieren lässt, diese Stimme wie Stahl, wo man wusste, dass jetzt Schluss mit lustig war. Wie kriegt man die eigentlich? Gibt's da irgendeinen geheimen Verein, der einem zum ersten Geburtstag des Kindes ein Paket schickt? Das böse Blick Selbsthilfebuch zum Üben vor dem Badezimmerspiegel? Oder was passiert einfach, wenn man eigentlich, wenn man wirklich mal bis drei gezählt hat? Oder ist das so eine Erbsache, dass der eigene Vater den bösen Blick in einer Schachtel weiterreicht? Hier, Sohn, als Großvater brauche ich den nicht mehr, nutze ihn weise. Ich meine, ich bewundere ja wirklich die Eltern meines Patenkindes, wenn sie dann sagt, Mama, da ist McDonald's. Und Mama sagt, nein, wir haben Essen zu Hause, Schatz. Und ich denke mir, Moment, das Kind hat da schon ein Argument. Da ist ein McDonald's und wir fahren nicht hin, das geht doch nicht. Aber gut, da muss man durch, das muss man überstehen, bis das Kind in die Schule kommt. Dann hat man ein paar Stunden Ruhe am Tag und dann kann es da auch alleine hinlaufen. Wobei, heutzutage, wo die ganzen Eltern ihre Kinder mit dem Auto fahren, ist die Gefahr ja schon hoch. Am besten fahre ich es also auch. Aber in so einem kleinen Wagen, das ist ja schon gefährlich, wenn da die ganzen SUVs dann reinbrettern, weil die uns nicht gesehen haben. Am besten kaufe ich mir also auch einen SUV. Wobei, dann sind die ja gleich schwer, da kriegen ja immer beide Kinder was ab. Kann man eigentlich irgendwoher einen Panzer kaufen? Aber gut, da muss man durch, das kriegen wir hin bis zum Gymnasium, das wird einfach bis zur Pubertät. Scheiße. Ich hoffe, bis dahin bin ich zumindest aus der Pubertät raus. Aber gut, wenn man die überstanden hat, dann wird das voll easy. Da muss man nur noch das Kind 3 Jahre unterstützen, bis es in Regelstudienzeit seinen Bachelor hat. Und dann, dann wird das Elterndasein bestimmt einfach. Zusammenfassend, ich habe keine Ahnung. Ich habe etwas Panik. Aber scheiß drauf. Wenn meine Eltern geschafft haben, so ein Arschloch wie mich großzuziehen, dann werde ich es ja wohl schaffen, jemanden großzuziehen, der nur die Hälfte Arschloch von mir ist. So schwer kann das Ganze ja nun nicht sein.